Einen wunderschönen guten Abend. Tag. Ich weiß ja nicht, wann ihr jetzt gucken wollt. Einen wunderschönen Tag, so bin ein bisschen was durch. Ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Hausflipper wollen wir. Das habe ich ja, habt ihr ja schon lange drauf gewartet, dass wir das mal anzocken. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe jetzt schon zwei Spiele angezockt heute, die in den nächsten Tagen dann online kommen. Beziehungsweise, wenn ihr Hausflipper guckt, sind die schon online, denke ich mal. Wie, welche Reihenfolge ich die online schalte, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, ich werde mit Mafia 2 anfangen. Und dann dieses Iceland-Ding da, ich weiß nicht. Alles in Englisch, also vielleicht stelle ich so gar nicht online. Nee, doch, ich stelle es online. Aber wahrscheinlich mal so zwischendurch. So. Hier haben wir wenigstens ein deutsches Menü. Einstellungen. Sprache Deutsch. Währung Euro. Tipps. Zeige Scherben statt Kakerlaken? Ich muss jetzt hier fünfmal nachlesen, ob ich da richtig gelesen habe. Nein, Kakerlaken in der Kakerlaken sondern Kakerlaken angezeigt werden. Achso, wir können das hier so ja in Echtzeit machen. Ne, wir lassen mal Spielzeit. Montagemodus leicht, Minimap an. Wir lassen mal Standard, das sieht so bis jetzt ganz gut aus. Wir machen aber mal die Musik. Machen wir mal auf 60 runter. Naja, wir machen auf 50. Na, machen wir 45, 40. Ja, ist ja gut, Martin. Ich finde die ein bisschen. Und Lautstärke. Obwohl, warte mal, wir machen mal hier auf 60, 70. Und dann gehen wir hier unten und machen mal die Gesamtlautstärke halt auf 80. Nicht das hier, nee, machen wir doch 60. Profilname. Odin. So, neues Spiel. Bin ich mal gespannt. Nachrichten gekriegt, mal gucken. Meine Freundin hat geschrieben. Kann sein, dass die Kleine jetzt vom Mittagsschlaf wach ist. Ah, will noch im Bett bleiben. Guckt sich Quetschek an, also Maulwurf. Ja, dann lass sie mal machen. Wenn sie selber aufstehen will, dann holen wir sie raus. Wenn sie nicht möchte, wenn sie das Buch noch angucken will und liegen möchte, hat sie das Recht. Wir zwingen sie nicht. Jetzt fragen bestimmt viele wegen Kretschik. Also ich betone es garantiert auch falsch. Kretschik. Kretschik ist Maulwurf. Und meine Freundin hat für unsere Tochter ein Buch geholt zum Angucken mit dicken Seiten aus Pappe. Der kleine Maulwurf. Und da meine Freundin ja Polin ist und der Maulwurf in Polen Kretschik heißt. Also das Wort Maulwurf ist Kretschik. Deswegen sagt sie auch Kretschik. Und den gab es auch in Polen, der kommt glaube ich sogar aus Polen, der kleine Maulwurf. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wer der kleine Maulwurf ist, googelt bitte der kleine Maulwurf. Aber jede DDR-Kind oder wer Sandmann geguckt hat, weiß, wer Kretschek ist. Also der kleine Maulwurf.
Okay. Aber da halt mal stehen. Okay. Was denn hier? Wieso geht denn das nicht? Jetzt benutze ich auch mal PC. Facepam kommt mir irgendwie ganz vor, der Name. Nicht wegen Facebook, wegen Facepam an sich. Okay.
Taste. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, jetzt stehen die Tabletten zur Verfügung. Okay.
Gut, nochmal durchlesen. Scharfsinnerblick. Meinen die vielleicht meinen Schlafzimmerblick? Soweit bin ich. Ja, da fehlt der Heizkörper. Also ich bin jetzt soweit eigentlich. Fertig. In der Elektrik würde ich das jetzt hier nicht.
Wieso gibt es hier keine Abteilung Heizen? Auftrag zu 100% erfüllt. So, weil ich netter bin. So viele Probleme mit ihrem Typen hat, bin ich jetzt ganz nett da hier. So. Oh, den kriegst du von mir geschenkt. Und dann haben wir das erste Haus fertig. Sauber gemacht, repariert. Passt, sauber. Ich kann mir nicht mal selber einen Heizkörper leisten, oder was?
Ich kann mein Tablet gerade komischerweise nicht nutzen. Muss ich hier noch bestätigen, dass ich fertig bin oder was? Gehen wir hier falsch geschehen. Mit Absicht oder also mit Absicht verfremdet halt, ja. Nicht, dass es das wirklich noch gibt. So. Ich habe vergessen, Auftrag zu beenden machen da. Mit R3. Oh Gott. Ja, dort einfach rausgehen reicht. So.
Okay, geht nicht weg. Ja, springt mein Handy natürlich wieder an. So. So. Hilft nur komplett streichen. Ah, hier ist auch ein Heizkörper, glaube ich, soll hier drin rein. So. Oh, egal, wir haben. Oh, wir holen uns. Okay.
So, wir sind 45 Minuten dabei. Ich würde sagen, das reicht für das angezockt auch mal. Wir haben unsere Bude ein bisschen Klatsche gebracht. Da fehlt halt noch ein jetzt. Hier ist alles sauber. So, hier kommen wir auch in die Garage. Eindeutig ein Audi, aber die Lizenz wert. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wenn das nicht ein Audi ist, weiß ich auch nicht. So, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt auch. Hier haben wir einige zu tun. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt auch erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ihr wollt ja schon lange, dass ich das anspiele. Ist ein schönes Spielchen. Ich mache mal in der Zeit, wo wir hier quatschen, räume ich noch ein bisschen auf. Der Sound auf, also da würde ich mir dann schon Spotify dazu anmachen. Mit irgendeiner Musik, weil das ist ein bisschen nervig auf Dauer. Die sind gleichbleibende. Aber so an sich macht Spaß. So, vielleicht auch andere Regale später mal hin. Muss mal gucken. Erstmal jetzt hier überall den Müll wegschmeißen. Die kann man nicht so einfach wegschmeißen. Die werden noch hier gebraucht, so wie es aussieht. Aber wir können sie umstapeln später. Hier haben wir noch Werkzeug. So. Können wir nämlich denn hier. Mit unser Werkzeug hier erstmal rüberräumen. Wir müssen das erstmal sowieso hier rausräumen, damit wir das dann halt. Ich bin schon wieder dabei, die ganze Zeit zu zocken. Dabei wollten wir ja nur angezockt machen. Aber ich muss auch sagen, diese kleinen Spiele, die eigentlich, wo man sagt, ja mal, für zwischendurch mal, irgendwie, weiß ich nicht, ob es nur mir so geht, fesseln die einen teilweise länger als. Die größeren. Oh, hier haben wir noch Dreck drauf. Weil die Zeit doch so schnell weggeht. Man sagt, na, man macht mal kurz. Man guckt mal kurz rein und auf einmal, bumm, zack. Ein paar Stunden weg. So. Dann müssen wir. Ach, hier ist ja noch mehr. Machen wir jetzt noch schnell die bisschen Picobello. Und ich denke mal, wir kriegen dann halt hier nach und nach neue Werkzeuge, um mehr Sachen zu reparieren, besser zu reparieren, anderes Werkzeug. Mein Werkzeug mal irgendwo unterbringen in meiner eigenen Hütte wäre schon mal nicht schlecht, weil das liegt überall rum. Die Schmutzecken gehen hier schon immer mehr weg, also die Flecken. Ich habe jetzt auch gar nicht gelesen, ich habe nur gelesen, Garage aufräumen, entrümpeln, aber ich habe jetzt gar nicht gelesen, inwiefern ich das noch machen soll.
So. So. Können hier auch viel nachlesen. Obwohl hier die Reste von der Motorhaube hier oben, so sieht so eine Einkerbung aus. Als wenn da ein VW-Zeichen hingehört, aber ist nicht so. Das ist ein kleiner Grafikfehler. Oder so gewollt, damit man denkt, ja, das ist ein irgendein anderes Auto mit einer Audi-Schürze oder so. Naja, man weiß es nicht. So. Aber jetzt würde ich dann auch aufhören, wir sind jetzt schon bei 51 Minuten. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, ein schönes, lustig, kleines Spielchen. Später kommen wir dann, glaube ich, auch noch zum selber machen, dass man selber ein Haus gestaltet und das einrichtet und verkaufen kann. Ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Vielleicht spiele ich das ja auch mal im Stream mit euch. Aber wie gesagt, die Mucke, da müsst ihr euch Spotify nebenbei anmachen, weil das geht so nicht. Das ist nervig. Das ist richtig, richtig nervig. So, ich bin dann jetzt aber erstmal weg. Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ahoi. Das sagt euer Odin.